Wir haben eine Polymeroberfläche, bringen darauf einen Wassertropfen, es ergibt sich ein Kontaktwinkel von 73 Grad. Wir bringen auf die gleiche Polymeroberfläche Dekan, wir haben einen Kontaktwinkel von 4,7 Grad. Aus diesen Daten können wir nun die Oberflächenspannung der Festkörperoberfläche ausrechnen. Wir müssen dazu zunächst die polaren und dispersen Anteile der Flüssigkeitsoberflächenspannungen nachschlagen und den Quotienten dieser beiden Größen ermitteln. So, dann müssen wir aus dem Kontaktwinkel Theta den entsprechenden Cosinus berechnen und den Ausdruck Cosinus Theta plus 1 mal Gamma L durch 2 Wurzel Gamma LD ermitteln. Diesen Wert tragen wir gegen den Quotienten auf und erhalten Punkte, die wir mit einer Ausgleichsgerade verbinden. Aus dem Achsenabschnitt lesen wir den dispersen Anteil der Oberflächenspannung des Feststoffes ab, aus der Steigung den polaren Anteil. Der Achsenabschnitt beträgt 4,87, zum Quadrat ergeben sich 23,7 mN pro Meter als dispersen Anteil der Oberflächenspannung. Die Steigung beträgt 3,2464, entsprechend beträgt der polare Anteil der Oberflächenspannung des Feststoffes 10,5 mN pro Meter. Summiert ergibt sich die Gesamtoberflächenspannung zu 34,2.